Willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Wir sind hier illegal am Holz abholzen. Ich hoffe nur, dass es keiner mitkriegt. Weil eigentlich läuft die Pacht hier in dem Wald erst nächste Woche. Also ab morgen. Aber ich habe mich jetzt mal schon still und heimlich dran gemacht, hier ein paar Bäumchen zu fällen. Naja, solange es keiner mitkriegt, sage ich mal, ist ja alles in Ordnung. Ja, warum geht denn das nicht? Ah ja. Achso, ne, warte, den da wollte ich haben. Scheint tatsächlich erstmal niemand mitzukriegen. So ein Vollernter ist schon was Feines. Ich bin froh, dass ich mir den damals gekauft habe. Auch wenn ich ihn nicht so oft nutze. Aber zu wissen, dass man so einfach Bäume fällen kann, ist halt schon angenehm. Ich fäll mal erst den da hinten. Ne, warte, den da wollte ich, den rechten. Ganz knapp vorbei. Das ist eine Arbeit, die kann ich ja auch so erledigen. Der hat sich aber
weit weggeschoben. So, der hier rechts, der ging ja nicht. Vielleicht geht der hier noch. Der stand außerhalb der Bemarkung, den durfte ich nicht fällen. Und der hier auch nicht. Licht aus. Na, warte mal, da ist noch ein Licht an. Jetzt ist aus. So. Holz hier, Holz hier, Holz. Die meisten mögen das Geschäft mit dem Holz ja nicht. Aber ich mag's. Und vor allem mit ein bisschen Übung, da geht es auch ziemlich flott. So. Oops.
Bin mal gespannt, wann der Diesel sich meldet. Vor allem weiß ich gar nicht mehr, was ich damals für Preise verlangt habe für Führerscheine. Ich glaube, ich werde ihm so 7.000 oder so. Vielleicht 5.000. LKW-Führerschein ist halt teuer. Von dem her muss er dafür auch ein bisschen was zahlen. Hoffentlich kriegt man die beide zusammen. Ja. Ja, ich hätte das Gewicht mit hernehmen sollen, dann wäre das nicht ganz so arg eine Wackelpartie immer bei den Kurven und allem. Aber es geht so aus. Vorzüglich. Die verladen wir jetzt noch schnell. Und dann machen wir, glaube ich, fast schon Feierabend. Kann ich den da irgendwie rüber? Ah, ja. Auf der rechten Seite, da war noch gar nichts gelegen. Es wird ja wie geplant die erste Ladung fürs Sägewerk. Bisschen gucken, ne? Vor allem mit dem Harvester, so dann. Ja. Mist. Der fällt raus. Wenn ich jetzt nicht aufpasse. Nee, nicht zwischenrein. Ah, gut gerettet, würde ich sagen. Wenn die Spanngurte dran sind, dann passt das. Nicht unten drunter. So ist gut. Na.
Wunderbärchen. So, alles tutti. Razix hat nichts mitgekriegt, dass wir hier schon eine Woche zu früh oder zwei Tage zu früh am Wald zugange waren. Das ist gut. Ja. Den hier verladen wir noch. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Folge war ohne, hallo? Hey Volker, Diesel hier. Ja. Jo, hör mal, die Fahrprüfung können wir erstmal verschieben. Ja. Ich darf nämlich nicht hinter Steuer. Ich hatte nämlich, nachdem ich zusammengebrochen bin, noch auf dem Polizei, auf der Dienststelle noch einen epileptischen Anfall. Das ist ungeschickt. Nee, vor allen Dingen, der Arzt war ja da deswegen. Hm. Und die haben festgestellt, dass im Bier wohl noch Betäubungsmittel waren. Ah ja. K.O.-Tropfen. So, ah, ja. Und ich weiß, dass ich die Flasche vom Jürgen gekriegt habe. Okay. Ich weiß zwar nicht, ob du das auch gesehen hast, aber wenn ja, wäre das eine wichtige Information, weil er will dagegen gegen mich eine Anzeige wegen Verleugnung stellen. Nee, habe ich leider gar nichts mitbekommen. Also nichts Konkretes. Du hast ja nur mitgekriegt, wie ich auf einmal zusammengesackt bin. Jo, vielleicht war es auch ein bisschen die Anstrengung. Auf jeden Fall darf ich jetzt erstmal die nächsten 3 Tage nicht ans Steuer. Okay. Von gar keinem Fahrzeug. Jo, schlecht. Mhm. Gut, ich guck mal dann, wie wir das mit den Schweinchen machen dann. Morgen. Ja. Können wir gucken. Okay, gut. Danke erstmal für die Info. Tschüss. Gerne, ciao. K.O.-Tropfen. Ah, ja. Okay. Aber in diesem Sinne, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wie immer. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.